Hallo Freunde der Zeit und Erinnerungen. Wie ein roter Faden ziehen sich unsere Erinnerungen durch das Leben. Und unsere Erinnerungen vermitteln uns das Zeitgefühl, das, was wir als unsere Vergangenheit bezeichnen. Und Jani ist quasi die Inkarnation dieses Zeitgefühls, dieser Erinnerungen. Und wir haben hier die einmalige Chance, das Leben eines anderen Menschen auf seine ganz besondere Art und Weise zu sehen. Auf die Jani-Sicht. Huch, das war so nicht geplant. Ich wollte mich festhalten. Jani, kannst du nochmal da hoch? Ich frage mich, ob wir auch im Haus eine begrenzte Anzahl an Garn haben oder ob hier unbegrenztes Garn zur Verfügung steht. Einfach nur deswegen, weil ja hier unsere Erinnerungen am stärksten sind und sich hier bündeln. Oh, ich habe schon wieder den Faden verloren. Gut, dass er uns festgemacht ist. Dieser eine kleine normale Sprung hier, ne? Huch. Kniffliger als... Ich muss aber sowieso noch weiter hoch, oder? Ich komme doch von hier aus gar nicht. Oh, ich möchte mir die Fotos angucken. Moment. Die haben uns noch gar nicht angesehen. Das sind lauter Postkarten. Das Paris. Ah, was ist das da? Siesta Key Beach. Malta. Provence of the Côte d'Azur. An der Côte d'Azur. Ach, schön. Wir haben ja auch alle Geheimnisse gefunden. Und da oben ist unser nächstes Knäuel. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Unten im Loch. Oh, hoffentlich treffen wir da nicht wieder auf diese... Was waren das? Wühlratten oder sowas? Ich glaube, es war so eine Art Wühlratte. Ein Tier, das ich auf jeden Fall hier noch nie gesehen habe. Wow, was für ein dichter Wald. Okay, hier sind eine Menge Bauschutt. Ein Staudamm oder sowas? Eine Firma. Mitten im Wald? Oh, das ist aber ein unwirkliches Wetter. Es gewittert und die Tiere suchen auch schon Schutz. Die Spinne zumindest denkt sich hier so, nee. Ich verschwinde. Und Jani muss mal wieder durch den Wald und guckt sich schon ganz unsicher um. Gott, die Details in diesem Spiel einfach zu hübsch. Okay, es wird immer... Müssen wir aus dem Wald? Können wir bei dem Gewitter nicht vielleicht lieber im Wald bleiben? Müssen wir hier so nach draußen? Das kalte und unwirkliche... Oh, tup, tup. Oh Gottchen, Jani. Oh! Holy! Oh! Jetzt möchte ich ihn gerne an seinem Fädchen hochheben und ihn ins Warme setzen. Oh mein Gott. Können wir vom Blitz getroffen werden? Oh Gott, das ist eine Straße. Vorsichtig, Jani. Okay. Jetzt habe ich Herzklopfen. Oh, hab ich mich verjagt? Oh Gott, hab ich mich verjagt? Oh Gott. Oh, wir haben gar keinen Garten mehr. Habe ich irgendwas übersehen in der Zwischenzeit? Ach, da oben. Privat. Marode. Oh, hör ich da. Okay. Ach, das ist eine Minenfirma und... Okay, das ist definitiv verbotenes Land, was wir gerade betreten. Also, es ist verboten, das jetzt zu betreten und das ist ein Totenkopf-Symbol zum Thema giftig und... Keino. Mining AB. Wir betreten jetzt gerade Privatgelände. Anscheinend eines Bergbauunternehmens oder eines Abbauunternehmens. Wir sind gerade auf der ganz düsteren Seite der Erinnerung. Kommen wir wieder zu den beiden Mädchen zurück vom letzten Mal. Okay, da wird gerade jemand weggebracht. Oder ist ihm was passiert? Ich glaube, er wird weg. Wahrscheinlich hat er versucht, hier einzudringen oder ihm ist irgendwas passiert. Aber das sieht ja auch nicht mehr so aus, als wäre das Ganze hier unter Betrieb. Es ist aber auf jeden Fall eine von unseren Erinnerungen. Absperrung. Und es ist strafbar, hier hinzugehen. Das kann ich bewegen. Oh, da komme ich doch niemals. Kann ich mich irgendwie so hier hoch katapultieren lassen oder so? Vielleicht? Oh.
Muss ich hier mit irgendwas machen? Komm ich denn da hin? Nee, das ist ja nicht mal annähernd weit genug. Ach, da oben ist noch ein... Jetzt weiß ich aber nicht... Doch, Moment. Ich muss es wieder auf die andere Seite schieben. So, Vorsicht. Und dann hier direkt an die Ecke, damit das Gegengewicht hält. Und wir sind oben. Wunderbar. Knoten. Knoten. Es ist mal wieder Zeit für einen Knoten. Oh Gott, Jani guckt so unglücklich. So ein winziges, kleines Wollmännchen ist in der Lage, so viele Emotionen, so viel Feingefühl durch winzige kleine Details darzustellen. Immer wieder großartig. Aber wenn er sich hier so unwohl fühlt, fühle ich mich auch gleich viel unwohler hier, weil was bedeutet das denn für uns? Was sind das für Erinnerungen, die hier auf uns warten? Hat hier jemand gearbeitet? Ist hier jemand vielleicht... Oh Gott. Ja, ich weiß, es ist verboten, das hier zu betreten. Oh, ich hab's geschafft. Alles gut. Kannst du dich da richtig dran festhalten? Huf. Aua. Vielleicht hat hier irgendwie der Sohn gearbeitet oder der Mann oder... Ich hoffe, es ist einfach niemand zu Schaden gekommen, aber auch die traurigen Erinnerungen gehören zu unserem Leben, nicht wahr? Aber, das sind die Dinge, die wir gerne vergessen und eher weniger in irgendwelche Fotos einrahmen. Ich muss irgendwas Besonderes machen. Oh! Muss ich aufmachen. Achso, damit ich überhaupt da durchkomme, sonst wäre ich da gar nicht durchgekommen. Können wir hier bleiben? Hier sind wir sicher vom Regen, aber nicht sicher vor dem Gewitter. Hä? Ich habe keinen Garn mehr. Ist hier irgendwo... Haben wir hier Garn übersehen? Garn? Gehen wir hier hoch? Ah, aber ich habe einen Knotenpunkt hier. Ich mache mal gleich wieder so ein Sprungteil. Sonst muss ich wieder zurück. Ah, nee, brauchte ich gar nicht. Gut. Ah, das reicht dann damit nicht. Alles klar. Wenn das überhaupt reicht. Reicht das dann überhaupt? Glaube ich gerade so, ne? Vorsichtig. Wir brauchen sehr viel Garn auf unserem langen Weg durch dieses Sperrgebiet, durch diese Sperrzone. Vorsicht. Komme ich jetzt unten weiter? Ah, die nächste Erinnerung. Vielleicht ist die ein bisschen aufschlussreicher. Männer in Schutzanzügen, die diese Fässer transportieren, mitten im Wald. Und diese Fässer liegen überall herum. Überall liegen diese Fässer herum. Im Wald. Muss ich das überhaupt machen? Ist da überhaupt irgendwas, das ich mitnehmen kann? Das Ding kann ja wohl schlecht mitnehmen. Ich brauche das, glaube ich, nur um da rüber zu kommen. Nee, guck mal, da unten ist eine Flasche. Wieso tragen die hier... Okay, das bedeutet, das ist eher eine, irgendwie eine Abwasserentsorgungsanlage, aber mitten in diesen schönen Wäldern hier? Und was haben wir damit zu tun? Wessen Erinnerung ist das? Das ist einfach allgemein auch die Erinnerung der Landschaft. Was, um da rüber zu kommen? Hep, hep, hep. Wieso? Was ist hier? Was? Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht hoch. Vorsicht! Muss ich irgendwas Bestimmtes mitmachen? Nee. Ich kann einfach hier auf die Flasche. Wupsi, wupsi! Schön konzentrieren, Jani. Dann hier hoch. Und dann sind da Fässer. Oh, das war fast zu erwarten. Jetzt sind wir wieder hier. Hopp. Hopp. Das war ja fast zu erwarten. Dass der Haken aufgeht, an dem eben jenes kleine Knäuel befestigt worden ist. Nun gut. So, hier Eingabe. Und hopp. Einmal nach oben bitte. Ebenfalls. Dann nehmen wir wieder unsere Flasche mit. Einmal darüber. Damit wir hier hochkommen. Und dann... Ach, jetzt weiß ich, wozu der Haken gut ist, damit ich über diesen Dingern drüber hinweg...
damit die mich nicht erwischen. Oh. Oh. Okay. Okay. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh nein. Ah, ich kann. Ich kann. Doch, doch, doch. Ich kann da runter. Dann trifft mich der nicht. Nicht so viel in Panik geraten, wie zum Beispiel jetzt schon beim ersten Absprung dort, bei dem ersten kleinen. Oh, ich weiß es nicht. Das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Dann muss ich nämlich hier den Knoten wieder lösen oder rechtzeitig runterkommen. Sollte eigentlich gar nicht so das Problem sein. Ich pack das schon mal nach oben. Aber dann löse ich, wenn ich die Flasche hier drüben habe, erstmal gleich den Knoten. Damit ich da ohne Probleme, weil man kann ja, glaube ich, auch, wenn man nach unten drückt. Oder? Irgendwie war es doch so nach unten. Und ich habe keine Ahnung. Ich komme von dem Faden nicht mehr runter, wenn ich erstmal auf dem Faden bin. Wenn ich mir erstmal eine Brücke gebaut habe, habe ich mir eine Brücke gebaut. Ist eine Brücke gebaut, dann ist das halt so. Gut, jetzt nochmal mit viel Konzentration. Hopp. Und hepp. Einmal hier hoch. Ups. Ding da hinterher. Alles gut. Ich musste nur weit genug laufen. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Komme ich hier hoch? Und hoffentlich da weiter. Ach, da ist auch wieder mein Garn. Das Wetter wird nicht besser. Und die Umgebung ebenfalls nicht. Okay, das scheint entweder radioaktiv oder Säure oder sowas zu sein. Oh! Oh, das brennt in den Augen. Das ist Säure. Das ist definitiv Säure. Oh mein Gott. Ja, das ist Säure. Was ist denn hier passiert, dass das einfach in der Landschaft liegt? Dass sich hier niemand... Nee, da oben kann ich... Ups. Dass sich hier niemand drum kümmert. Wo sind denn die Menschen? Wo sind denn die Personen, die gesagt haben, Vorsicht, das ist ja... eine restricted area und hier soll man nicht sein. Oh oh. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist nicht. Oh, das ist nicht. Oh mein Gott. Nein, ich glaube, das wird nichts. Das müssen wir nochmal machen. Ich glaube, ich sollte auf den Fässern balancieren, ha? Huh? Sieht für mich jedenfalls gerade so aus. Hopp. Haha. Sehr gut. Das ist eine Blume. Erste Blume. Erst oder schon? Habe ich schon welche übersehen. Oh Gott, das Gewitter. Der Regen verteilt auch diese ganzen giftigen Stoffe auch noch überall im Boden. Ja, dann war das hier wohl absichtlich so. Sollte ich hier wohl lang. Und das hier sieht mir ganz nach, bau dir eine Wippe aus. Und da oben. Und dann mal weiter hier hoch. Dann hier noch irgendwo anders hin. Komme ich da hoch? Bin ich ein bisschen leicht. Hep! Jawohl. Ein bisschen schaukeln ist immer drin. So, und jetzt hole ich mir hier noch das Garn, hoffe ich. Und habe auch wieder einen neuen Speicherpunkt. Gibt es da drüben irgendwas, was ich... Nee, ne, da komme ich jetzt auch nicht mehr hingeschwungen. Okay. Spiel, bitte, du bist so entspannt und beruhigend. Wenn solche Dinge passieren, dann verpasst mir das jedes Mal einen kleinen Herzinfarkt. Was muss ich denn hier machen? Erstmal gehe ich jetzt hier wieder hoch, weil da war eine Flasche drin. Brauche ich wahrscheinlich noch für irgendwas. Sonst nirgendwo mehr hoch. Guck mal, ich glaube, die Flasche kann ich da drüber transportieren. Hier war irgendwas drin. Hallo! Nein. Erst hier. Dann einmal bitte hier. Dann kann ich die Flasche rüberbringen. Glaube ich. Was das soll, ich weiß es nicht. Aber ganz danach aus. Und dann kann ich hier noch einen Knoten machen. Und wenn ich jetzt die Flasche da runterpacke, da drüben kann ich auch noch einen Knoten machen. Falls ich überhaupt einen Knoten brauche. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Industrieabfallschiff. Nein, ich muss einen Knoten machen. Ich muss nämlich da hoch.
Ob ich jetzt hier wieder zu schwer bin? Oder... Nee, ich muss nicht da hoch. Komm ich da irgendwo hin? Muss ich irgendwas... Was muss ich dann machen? Ich frage mich, was ich machen muss. Kann ich vielleicht, wenn ich hier oben einen Knoten mache oder so, dass ich dann das hier irgendwie so ziehen kann? Dafür müsste ich ja D drücken. Frag mich nur gerade. Ach, da drüben ist auch noch... Oh, ich glaube, ich weiß, was sein könnte. Oh. Da bin ich daneben gesprungen. Ich glaube, ich weiß, was es sein könnte. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, ob ich damit was anfangen will, das sei nochmal dahingestellt. Wo ist denn... Ach, die Flasche ist schon da drüben. Alles klar. Ich kann bis darüber schwingen, wenn ich es geschickt anstelle. Ich kann bis darüber springen. Also schwingen halt, also... Muss ich nur... Hier unten... okay, okay. Nein! Jani, nein, das tut mir leid. Okay, ich muss dann ganz schnell nach oben klettern und mich festhalten, damit Jani nicht mehr schwingt. Oder halt gegenhalten, damit Jani nicht mehr schwingt. Das ist ja... Oder man muss Glück haben. Aber es ist ja Gott sei Dank leichter, als es aussieht, hier lang zu kommen. So. Ups. Ja, das hat doch geklappt. Hoffe ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bitte lasst uns hier... Nein, nein. Ich bin einfach gesprungen. Oh. Armer kleiner Jani. Die Erinnerungen, die du hier gerade sammelst, sind zum Teil ganz schön erschreckend, mein Freund. Es tut mir leid. Ich bemühe mich, mich mehr zu konzentrieren. First try ist ja sowieso immer so eine Sache, ne? Hier langsam. Ich frage mich nur, ob das Fass da drüben was zu sagen hat oder was das genau darstellen soll. Sieht weniger aus wie ein Fass als irgendwie... Au! Oh, das ist total schwierig, Jani davon abzuhalten, zu schwingen. Das ist wirklich nicht leicht. Okay, diesmal kriegen wir es hin. Der letzte Versuch. Gott. Die arme Natur. Wer macht da nur sowas? Vor allem wirklich, wo sind die Verantwortlichen dafür? Ich sehe im Hintergrund überall Container und so Baugerüste. Oh. Das hat gar nicht funktioniert. Ich darf nicht so viel Schwung haben, wenn ich da hin will. Da hinten stehen noch viel mehr Fässer, seht ihr das? Hey, die Flasche ist einfach woanders hin und ich konnte nicht mehr... Die war zu weit weg. Okay, jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Jetzt schwimmen wir aber nicht wieder davon. Ein bisschen davon geschwommen ist sie. Das Spiel ist halt auch ein bisschen Try and Error, ne? Oh, das war sehr knapp. Vorsichtig. Hopp. Oh, geschafft, endlich. Oh, hier ist eine Blume. Das hätte ich nicht machen sollen, oder? Komme ich jetzt noch... Nee, ich komme da noch hin. Hep. Okay, ein bisschen tiefer. Nicht zu tief. Nee. Brauche viel mehr Schwung. Jani, Jani, halt. Hopp. Oh. So nicht.
Ihr guckt so nach dem Motto, willst du mich etwa in diese Salzsäure da unten schicken? Hä? Oh, fast. Komm, das muss doch möglich sein. So, jetzt hier ganz langsam runterlassen. Links, rechts. Hä? Ja, wunderbar. Mit den Faden hier aufgerabbelt, alles gut. Wow. So unerwartet. Habe ich mich hier drum rumgewickelt. Aufgerüttelt habe ich mir. Kein Steinschlag auslösen. Janni. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Langsam, ganz langsam. Oh oh, ganz langsam. Oh Gott, wie ängstlich er guckt. Janni, alles wird gut. Ich pass auf dich auf, hoffe ich. Wir kriegen das hin. Vorsicht. Die Steine sind ein bisschen ins Rollen geraten, aber noch nicht ganz. Alles gut bisher. Hier komme ich, aber hier ist auch nirgendwo weit und breit. Muss das sein? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Wow. Das ist es. Das komme ich aber immer noch nicht weiter. Alter! Das war ein wenig unerwartet. Okay, Janni, wir wissen, was jetzt auf uns zukommt. Wir müssen jetzt die Steine strecken. Der eine große Stein da, der mir so ein bisschen Sorgen bereitet, kommt jetzt hier. Und knallt dagegen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au. Hat dir wehgetan? Geht's deinem Draht noch gut? Janni ist schließlich auch aus Draht, wenn der mal bricht oder sich verbiegt. Sitzt hier irgendwo hoch? Nee, ne? Nee. Ach, ich kann unter dem Wagen vorsichtig langlaufen. Boah, hier sind offene Stromkabel. Das ist gefährlich. Ein Kästchen. Kann man bewegen. Und ein Knöpfchen. Kann man drücken. Um das hochzufahren. Aber da ist kein Strom. Wie kriegen wir jetzt Strom hier hin? Dann kann ich das Kästchen nehmen, um hier hochzukommen. Und hier kann ich mir eine Brücke basteln. Oh. Ich glaube, ich habe gerade den Strom aktiviert. Kann das? Aber hier britzelt gar nichts. Was passiert, wenn ich das Kästchen auf diesen Schalter lege? Auch nichts. Brauche ich das jetzt noch, um da hochzukommen? Nein. Brauche ich das noch für irgendwas anderes? Nein. Okay. Bin gerade ein bisschen überfragt. Hopp! Aber ich kann den Stecker bedienen. Ist hier noch irgendwas anderes? Stecker da reinpacken. Huch. Aha. Und was bringt mir das Aha jetzt? Ist hier irgendwas? Irgendeine Richtung. Oh, die Leiter. Okay. Wie komme ich denn dahin? So nicht. Ja, die Leiter, das habe ich jetzt verstanden. Aber wie komme ich von der Leiter zu der Blume? Komme ich überhaupt jetzt noch dahin? Auf die Leiter oder so? Das kommt mir jetzt gar nicht so vor, als käme ich jetzt nochmal auf die Leiter. Vorsicht, unten lang schwingen. Doch, komme ich. Beherzter Sprung, Janni. Nice. Sie haben die Blume gefunden. Sehr schön. Oh Gott, bitte mach das nicht nochmal. Oh, bitte nicht. Ich glaube, ein Blitzschlag würde unser Janni ganz schnell, ganz krass entzünden. Oh, das ist uncool. Was stampft da hinten so? Okay. Okay, ganz ruhig. Okay, ganz ruhig. Ich
Die Haken sind schon wieder aufgegangen. Ich muss darauf achten, dass da immer Haken sind. Ich beachte das immer nicht. Rechts, links. Yep. Okay, das Ding geht hoch und runter. Und da steht doch auch schon, dass es umweltschädigendes Material ist und dass es voll gefährlich ist und so. Und wieso ist eine Maschine so ausgerichtet, dass sie das tut? Das ist doch voll gefährlich. Das leckt doch da raus. Das sieht man doch. Nee, ich mag es hier nicht. Können wir hier wieder ganz schnell weg? Und was ist hier passiert? War das vielleicht ein Umweltaktivist ganz am Anfang? Ich meine, das zeigt halt einfach auch die düsteren Seiten des Lebens und der Erinnerungen auf. Ich glaube, hier hat jemand seinen Helm verloren. Der liegt nämlich da unten. Hallo. Ich habe genau gesehen. Blume. Aua. Kann ich jetzt mit dir irgendwas... Muss ich jetzt mit dem irgendwas Bestimmtes machen? Brauche ich den, um darüber zu kommen? Ja, wahrscheinlich. Vorsicht. Ah, wartet. Ich kann den Helm mitnehmen. Also, falls ich ihn brauche... Kann ich ihn zumindest mitnehmen? Na. Hoch. Komm hier hoch. Und dann komm da drauf. Sekunde. Hier oben sollte ich das vielleicht auch noch festmachen. Ich hoffe, ich habe genügend Garn. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen Garn verschwendet. Kommst du mit? Magst du mit da auf dieses... Danke. Ganz schön stabil, das Garn. War das jetzt richtig so? Ja, ne? Oh, bitte setz dich nicht in Bewegung. Das ist nicht gut. Und die Musik gefällt mir gar nicht. Wieso wird die so dramatisch? Guck mal, da oben ist ein Schalter. Komme ich ja nie hin. Wie komme ich denn da hin? Kiste? Kann ich mit der hier rüber? Oder kann ich mit der dahin? An die Raupen? Ja, Mensch, guck mal einer an, wie stark Jani ist. Der schiebt eine ganze Holzkiste. Weil, hier sind nämlich zwei Punkte zum Verknoten. Heißt, ich kann mich hochkatapultieren. Oh, das war jetzt nicht so erfolgreich. Ich kann mich hochkatapultieren, meinte ich. Oben an den Schalter. Kann ich den Schalter? Kann ich mich an dem Knoten? Kann ich da rein? Ach, ich komme da hoch. Ich dachte, ich kann an dem irgendwie ziehen dann vielleicht oder sowas. Das ist auf jeden Fall mehr Garn. Okay, dran ziehen, an den kann ich jetzt da erstmal nicht mehr. Ups! Was gibt's hier? Irgendwas? Nee, hier kommen wir nur wieder zurück. Ja, man muss sich ja alles angucken. Nachher liegt da irgendwo eine Blume versteckt. Doch hier können wir jetzt nur, indem wir ein bisschen... Ups. Oh, okay. Indem wir ein bisschen schwingen, wollte ich sagen. Hopp. Ja, nice. Unten irgendwas? Ich kann den Sitz zurückmachen. Kann ich hier noch was ziehen oder so? Also ich habe den Sitz zurückgemacht, das ist schon mal gut. Ich habe Angst, was passiert, wenn ich an diesen Hebel da ziehe. Ich mach's jetzt einfach mal. Warning. Ja gut, das war unerwartet. Das ist alles kaputt, das ist hier alles verlassen. Nichts davon in irgendeiner Weise wird noch benutzt. Kann ich in die Schaufel springen? Ich habe jetzt doch hier mein Trampolin. Und ist die Baggerschaufel jetzt ein Hintergrundelement oder kann man damit rein? Haha, guck mal. Oh, da ist aber nichts Spannendes drin. Aber ich kann die Baggerschaufel springen.
sind noch mehr Baumaschinen. Wer lässt die dann hier einfach so rumstehen? Die Musik ist so bedrückend und düster und melancholisch. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Da ist nichts. Das kann ich nicht bewegen. Alles klar. Dann muss ich hier wohl drüber schwingen. Das kann ich nicht bewegen. Nein, kann ich nicht. Oh! Da ist schon unser Sticker in einem alten Spind. Eine Krabbe. Ey, das war unser Anstecker. Vernarbte Erde freigeschaltet als Errungenschaft. Da sind auch die ganzen Anstecker. 4 von 5 Geheimnissen insgesamt. Naja, also. Ne? Könnte schlimmer sein. Soll das heißen? Ich habe jetzt keinen neuen Eintrag im Buch, weil ich nicht alle Geheimnisse gefunden habe. Man muss manchmal alle Geheimnisse finden oder so. Weil Jane ja jetzt so gesagt hat, so, ach, dann bringt mir das nichts. Das habe ich irgendwas übersehen? Oh, Katzenteelicht. Ja, weil mir der Sticker fehlt. Doch da steht's unten im Loch. Sie geben an, unser Retter zu sein und dass wir ohne sie verhungern werden. Unsere Kinder brauchen Arbeit, aber die Versprechen dieser Leute ergeben keinen Sinn. Wie kann man etwas retten, indem man es zerstört? Halt. Ja, das war noch die schöne Erinnerung. Jetzt kommt etwas die gruseligere Erinnerung. Ja, sag ich doch. Das roch ganz nach Demonstration. Retter, die Erde, die Natur retten. Ein Kampf gegen diese Umweltverschmutzung. Ja, auch das gehört halt zu den Erinnerungen dazu. Mutige Heldentaten, sich gegen etwas aufgelehnt zu haben. Ausbeutung der Erde, Vergiftung. Und er hat unseren kleinen... Oh, das ist eine Spinne? Ich glaube, das ist eine Spinne. Er hat unseren kleinen Spinnenanhänger. Da ist er am Spind. Aber wir haben ihn nicht gekriegt. Wie kriegen wir unseren Spinnen an Stecker? Ich meine, gut, vielleicht muss man nicht immer alles an Ansteckern mit sich nehmen. Okay. Jani ist stolz auf sich, trotzdem ein kleines bisschen verwirrt. Von den letzten Erlebnissen. Ich auch. Das war bedrückend. Aber das gehört auch zum Leben dazu. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir dem kleinen roten Faden weiter folgen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Wir singen.